Neapel hören und sterben. Vor einem Gebäude mit verschneitem Dach ein Aufsteller. Heute Gemeindesaal. Liederabend mit Manolito und Romeo. Im Saal sitzen Girwitz, Hubert Staller und Riedel vor anderen Besuchern in der ersten Reihe. Mit geschlossenen Augen wiegt Staller den Kopf. Der Chef lächelt verzückt. Huberts Kopf sinkt auf seine Brust. Ruckartig öffnet er die Augen. Großartig, oder? Gib voll ans Herz. Und Hubert? Hm? Ja, super Idee. Sonntagnachmittag haben wir sowieso nichts zu tun. Ja. Girwitz springt auf und klatscht. Der Chef hebt seine Hand. Sie ist blutig. Er fällt in Huberts Arme, der ihn zu Boden gleiten lässt. Mit der Hand an der Waffe blickt Staller hektisch umher. Wenigstens in Uniform. Ein Mann fühlt Girwitz' Puls. Riedel, sagen Sie meiner Frau, dass ich sie liebe. Dass Sie mich lieben? Sei Frau. Ja, aber die kennt mich doch gar nicht. Das sagen Sie am besten selber, Herr Girwitz. Der Mann hält eine Lampe. Ah, ich sehe ein Licht. Es ist soweit. Nicht reingehen. Und? Alles bestens soweit. Herr Doktor, ich kann die Wahrheit ertragen. Wir müssen doch alle irgendwann gehen. Nix. Vom Schützen keine Spur. Und er? Streifschuss. Echt? Und die Uniform kannst du wegschmeißen. In der Ankleide der Pianist zum Sänger. Buongiorno, Signor Manolito. Maestro Polizia Staller. Questo è Collega Hubert. Grüß Gott. Kurz sehen sich die Polizisten an. Ja, Herr Manolito, haben Sie vielleicht irgendwas gesehen? Das ging ja alles so schnell. Ja, aber irgendwas müssen Sie ja gesehen haben. Sie waren ja der Einzige, der Richtung Schütze geschaut hat. Ja, der Vorhang hat sich bewegt. Aha. Und dann? Da war ein Mann. Wie hat der ausgeschaut? Können wir da vielleicht ein Phantombild machen? Tut mir leid, mir geht's gerade nicht so gut. Und Sie? Haben Sie irgendwas gesehen von Ihrem Klavier aus? Era seduto al pianoforte concentratissimo, attento soprattutto a rimanere in armonia con il cantante. Durante i concerti in generale la mia concentrazione incentrata su di lui e tutto il resto passa in secondo piano. Er hat nichts gesehen. Sie sollten sich vielleicht einmal durchchecken lassen vom Arzt, sicherheitshalber. Ja, vielleicht haben Sie recht. Und Ihnen, Ihnen geht's gut? Abbastanza, grazie. Immagino che per lui la situazione sia molto più pesante. In fondo ha visto il colpo velo negli occhi. Anch'io sono un po' a disagio, ma non mi piacciono gli ospedali e rimanei... preferirei andare a casa. Er möchte haben. Von mir aus. Sie fahren gleich mal mit der Ambulanz ins Krankenhaus. Er fasst Manolito am Arm. Ciao. Arrivederci. Im Saal rollen Sanitäter den Chef auf einer Trage zu Riedel. Herr Polizeirat, ich habe jetzt alle Namen. Wer wo gesessen hat, Riedel? Wer wo gesessen hat? Jawohl. Riedel, du fährst einmal mit dem Herrn Manolito ins Krankenhaus. Okay. Pass gut auf den auf, das ist unser einziger Zeuge. Alles klar. Hier ist die Liste mit allen Namen. Du müsstest nur noch dazu schreiben, wer wo gesessen ist. Ja, wenn ich lesen kann. Herr Manolito, ich müsste Sie bitten, mit mir zu kommen, weil Sie doch unser einziger Zeuge sind. Keine Angst, Sie sind bei mir in den besten Händen. Mit Liste und Stift betritt Staller die Bühne. Alle mal aufgepasst. Jeder hockt jetzt auf den Stuhl, wo er vorher gesessen ist. Also alle auf die alten Plätze. Die Besucher gehen zu den Stühlen. Staller kommt von der Bühne und stellt sich vor einen Grauhaarigen mit Trachtenjackett und eine Brünette in Trachtenkostüm. Wer sind jetzt Sie? Volker Lukowski, ich bin der Kulturreferent hier im Kreis. Sitzen bleiben. Staller lächelt die Frau an. Und Sie? Tanja Holtmeier, seine Assistentin. Neben euch ist gar keiner gesessen. Ja, leider. Die Veranstaltung hätte mehr Zuspruch verdient. Auch ohne den Knalleffekt. Ganz ein lustiger. Erna, geht's gut? Oder Preis vielleicht ein Arzt? Ein bisschen Ruhe reicht, glaube ich. Wir sehen uns bestimmt noch öfter, Frau Holtmeier. Später. Im Saal hält Hubert eine Patronenhülse. Anja kommt. Von da hat er geschossen. Hallo, liebe Anja. Schön, dass du auch am Sonntagnachmittag alles stehen und liegen lässt, um innerhalb von wenigen Minuten vor Ort zu sein. Meinem Chef geht's übrigens gut, war nur ein Streifschuss. Ah, Selbstgespräche musst aufpassen. Da ist nicht mehr weit zur Senilität. So, Fingerabdrücke brauchen wir uns Kaliber. Zack, zack. Schleich dich. Jawohl. Upsi. Jawohl.
Kannst du bitte schon einmal auf den Platz vom Kürbis hinsetzen? Wieso? Ich muss einen Schusskanal ausrechnen. Schusskanal. Gut. Er setzt sich. Schusskanal ist auf Position. Von hinten zielt Staller auf Hubert. Nicht klatschen. Wieso? Das hat der Kürbis auch gemacht. Und zwar zielsicher an der falschen Stelle. Bist du wahnsinnig? Tu das Ding weg. Ich muss doch ausrechnen, wie die Schulter vom Kürbis da das Projektil abgelenkt hat. Ich glaub, das weiß ich. Auf der Bühne zieht er etwas aus einer Kulisse. Da haben wir doch den kleinen Ausreißer. Anja, geh mal her. Ich eile, ich fliege. Schau mal, was der liebe Onkel Hupsi da gefunden hat. Ein Projektil. Sagt's mal, wie geht's euch eigentlich? Wieso? Wieso? Weil es auch einen von euch hätte treffen können. Aha. Um wen hättest du denn mehr leid getan? Um mich oder um Hupsi? Für die Anja wäre es am schlimmsten gewesen, wenn die Vasen kaputt gegangen wären. Darum geht's doch jetzt gar nicht. Anja, es hat einer geschossen, keiner ist tot, da haben wir echt schlimmere Fälle gehabt. Entschuldigung, dass ich mir Sorgen gemacht habe. Kommt nie wieder vor. Sie geht. Die Ermittler ziehen die Brauen hoch. Im Streifenwagen. Der schöne Sonntag im Arsch. Der hätte ruhig ein bisschen früher schießen können. Ich fand das sehr schön. Gerade das Südländische, das sind für mich tiefe Gefühle. Da steht ein dicker Mann mit langen Haaren auf der Bühne und schreit mich an. Also das weckt bei mir auch Gefühle. Wahrscheinlich hat dich direkt einer aus dem Auditorium wegputzen wollen. Spinnst du, wieso denn mich? Weil du eine Scheiße findest. Ja, damit macht man sich auf Dauer keine Freunde. Also wenn, dann haben wir gemeinsame Feinde, ja? Die ganzen Burschen, die wir gemeinsam verhaftet haben. Da ist bestimmt einer dabei, der dich wesentlich unsympathischer fand als mich. Wer denn? Ich nenne keine Namen. Ja, weil dir keiner einfällt. Mehrere. Im Dienstzimmer blättert Hubert in einer Akte. Staller kommt mit einem Pizzakarton und einer Gummibärchentüte herein. Und? Ja, das sind ein Haufen Leute, die wegen uns im Gefängnis hocken. Ja, solange sie hocken, da kann uns nichts passieren. Bei guter Führung sind sie ganz schnell wieder draußen, die Kameraden. Ja, dann müssen wir halt schauen, wen die da inzwischen schon wieder rauslassen haben. Riedel! Auf dem Karton liegt alles Kleber. Schau, wo ist denn der? Der passt auf unseren Zeugen auf. Um Gottes Willen. Das überlebt er denn nicht. Wer? Der Zeuge oder der Riedel? Staller nimmt die Tüte. Girwitz kommt vom Gang ins Vorzimmer zu Sonja. Ach, wie geht's Ihnen denn? Ach, muss. Kann man der Mannschaft ja nicht alleine lassen, nicht? In so einer Situation. Musste denn was genäht werden? Das hat meine Frau heute früh noch erledigt. Nee, ich meine die. Ach, die Wunde? Ja, auch mit einigen Stichen. Umgerechnet einigen Stichen, nicht? Wie umgerechnet? Ja, von der Größe hätten es eigentlich viele Stiche sein müssen, aber man klebt ja heutzutage, nicht? Sekundenkleber drauf und schon ist man wieder wie neu. Ach, da haben Sie gar keine Schmerzen. Doch, ja. Aber was ja nicht umbringt. Ja, und Ihnen geht's auch wieder besser? Sie beißt in eine Leberkässemmel. Ja. Ja, nach der Magenverstimmung gestern. Sie legt die Semmel weg. Ja. Gott sei Dank. Ging so schnell, wie es gekommen ist, wieder weg. Nur schade, dass ich nicht mitkommen konnte zum Konzert. Und Hubert und Staller? Drüben. Ja, dann am besten gleich alle zu mir, nicht? Damit die Organisation steht, bevor der Gast kommt. Ja. Geht das? Ja. Der Chef nimmt seine Aktentasche. In seinem Büro sitzt Girwitz mit Zeitung vor Hubert und Staller. Polizeirat angeschossen. Ja. Das ist jetzt der Moment, wo man gefragt wird, ob man irgendwelche Feinde hat. Und? Ich habe ein Alibi. Also mich interessiert ja vor allem, ob das ein guter Schütze war oder ein Stümper. Also wenn ihr ihn treffen wollt, dann war es ein Stümper, weil das Ziel ist ja relativ, relativ breit. Ich meine. Was ist mit den Leuten hinter mir? Die habe ich orange markiert. Orange? Ach so, ja, Moment. Staller geht. Der Polizeirat betastet seinen rechten Oberarm. Tut's noch recht weh, hm? Ja, natürlich. Staller bringt den Pizzakarton. Darin sitzen in Reihen Gummibärchen auf Pappstühlen. So. Hier sieht man sehr schön, wer da gefährdet ist. Also orange, hohe Gefährdungslage. Und der rote? Ja, das sind Sie, weil sie hat's ja getroffen. Ah. Und die gelben sind eher normal gefährdet, also wie in einem Raum, wo halt geschossen wird. Und die grünen? Ja, das sind bloß, weil nicht so viel Gelbe in der Packung waren. Ah. Ja, dann durchleuchten wir doch mal die beiden Orangen hinter mir. Ja, das ist der Kulturreferent und seine Assistentin. Aha. Ja, wenn er die erwischen wollte, ne? Und das Opfer führt uns zum Täter, Im Gang. Hallo? Wir werden da. Ja. Der Chef steht auf und geht.
Ah, Herr Manolito. Wie geht es Ihnen? Ganz gut, Herr Gierwitz. Gierwitz. Oh, scusami. Das macht nichts mehr. Ich hätte auch lieber so einen klangvollen Namen wie Sie. Givirotti. Er zeigt einen Block mit Phantombild. Entschuldigung, ich habe das gestern noch schnell gezeichnet. Ich dachte mir, solange die Eindrücke frisch sind. Mit heißer Feder gezeichnet, was? Kommen Sie, ich zeige Ihnen mal meine Besatzung. Gierwitz führt Manolito aus dem Gang. Geronimo. Im Konferenzraum. Ja, gesehen haben wir uns ja alle schon, aber jetzt mal ganz offiziell, dass der Kollege Staller, der Kollege Hubert und das last but not least, das Fräulein Wirth. Sehr angenehm. Ich wäre total gerne mitgekommen, aber ich war leider noch krank. Ach, schade. Bitte, kann ich bloß Engsicht. Der Sänger nimmt ein Gummibärchen aus dem Karton. Bitte bedienen Sie sich, ja. Aber bitte nur die vom Rand. Wollen Sie irgendwas trinken? Wasser, Kaffee? Gläschen Rotwein wäre nicht schlecht. Und vielleicht ein bisschen Käse und ein paar Oliven? Ah, ist leider gerade aus. Frau Wirth, können Sie nicht irgendwie... was? Ach so, dann frage ich meiner Küche nach, ja. Entschuldigung, aber der frisst mir jetzt gerade das ganze Auditorium zusammen. Herr Manolito, Sie sind ja nun unser einziger Zeuge, nicht? Trauen Sie sich denn zu, nochmal ein Phantombild zu erstellen mit einem etwas talentierteren Zeichner? Schon, ja. Was, wenn der mich treffen wollte? Ach was, oder haben Sie Feinde? Hm? Eigentlich nicht. Na, sehen Sie. Und solange Sie sich in unserer Obhut befinden, sind Sie so sicher wie... Zusammen in der Kirche. Ja. Im Vorraum steht ein Bärtiger vor Riedel. Der kam von rechts und da waren keine Schilder. 30er Zone, genau. Ja, dann hatte der ja Vorfahrt. Das ist ja das Eigenartige. Also, Sie haben dem die Vorfahrt genommen. Es kommt zum Unfall. Und trotzdem ist er einfach weitergefahren? Ziemlich schnell sogar. Interessant. Er hebt den Zeigefinger. Vielleicht war das irgendwie so Autobumser. Was? Ja, das ist einer, der absichtlich Unfälle provoziert, um dann die Versicherung abzuzocken. Der Bärtige sieht auf. Aber bräuchte der da nicht meine Daten? Unruhig schaut Riedel hin und her. Was war das für Auto? Ein Geländewagen. Farbe? Ja. Grün. Hell, dunkel, mint? So genau kann ich das nicht sagen. Es war recht düster, so um 5. Also, Sie sind um 5 vom Restaurant Vesuvio nach Ihrer Mittagsschicht losgefahren. Die beste Pizza der Stadt. Ja, das wüsste ich. Kennzeichen? Meines? Nein, das vom anderen. Irgendeine Zahl? Buchstaben? Das ging ja alles so schnell. Ja, das hören wir öfters. Im Konferenzraum. Also die Nase breiter? Mhm. Und länger. Und länger, kein Problem. Und die Haare waren irgendwie dünner. Dünner? Mhm. Sie nimmt einen Radiergummi. Nicht so ganz dünn. Also nicht so dünn wie bei... Er zeigt auf Gierwitz, der aufschaut. Und die Haut war ein bisschen dunkler. Kann ich Sie ganz kurz mal sprechen? Ja, ja. Sie gehen ein Stück. Manolito greift zum Stift. Gleich frage ich ihn, ob er vielleicht doch eine Frau meint. Probiert. Nach einer schlaflosen Nacht kann ich Ihnen nur sagen, so ein dramatisches Erlebnis ist wirklich einschneidend. Nicht? Deshalb weiß er nicht mehr, ob er einen blonden Finnen oder einen schwarzen meint? Ja. Fertig. Er zeigt die Zeichnung. So hat er ausgesehen. Glaube ich. Gierwitz lächelt gequält. Im Dienstzimmer. Ah, Riedel, das ist echt eine reife Leistung. Da kommt der Verdächtiger quasi freiwillig daher und du schickst ihn wieder weg. Da fragt man doch nach dem Namen, nach dem Kennzeichen oder ob er ein Foto hat vom Schaden. Ja, aber der hat doch gesagt, dass der andere einfach weitergefahren ist. Er hat gesagt. Wenn vor dir einer mit dem blutigen Messer steht und sagt, ja, ich hab mir gerade einen Ketchup-Ruck geschmiert, dann glaubst du das auch, oder wie? Nein, aber der hat mir doch auch eine Visitenkarte gegeben von dem Restaurant, in dem er arbeitet. Da, Vesuvio. Da finde ich doch ganz leicht raus, wie der heißt. Super, das ist natürlich viel besser, als wenn man direkt fragt, wie heißen Sie? Riedel, ich habe das Gefühl, du entwickelst dich zurück. Riedel schaut betrübt und geht. Gut, dann haben wir jetzt einen verdächtigen Unfall ganz in der Nähe vom Gemeindesaal. Vesuvio. Der Besuch ist in... Berg in Sizilien, weiß ich aus dem Kreuzfahrträtsel. Deswegen gewinnst du nie was, das ist der Ätna. Der Besuch ist bei Neapel. Auf jeden Fall suchen wir jetzt einen grünen Geländewagen. Da wünsche ich dir viel Spaß, weil jeder Jäger fährt so einen Scheiß kann. Jäger ist für gar nicht schlecht. Wieso?
Das heißt ja, dass das ein gezielter Schuss war und nicht durch Zufall da an uns vorbei. Der hätte den Giewitz nicht erwischt, wenn der Trottel nicht hochgesprungen wäre. Und da hat er natürlich verrissen dann. Ne? Okay, ein Jäger ist doch das gewohnt, dass das Wild aufspringt. Ja, ja, Wild schon, aber nicht der Giewitz. Anja? Ja, wir kommen. Wohin? Gemeindesaal. Die Ermittler gehen in den Gang. Ein Hagerer mit Stirnglatze und Schnauzer kommt herein. Er ist Anfang 50, trägt ein rotes Hemd, Manolito. Jeans und Sakko. Hallo? Manolito, bist du hier? Hubert mustert den Mann. Was ist mit dem? Der Manolito ist im Krankenhaus. Sind Sie Arzt? Ich bin sein Manager, Markus Köhler. Im Krankenhaus war ich gerade. Die haben mir gesagt, dass er hier bei der Polizei ist. Markus! Manolito, wie geht's dir, Alter? Alles in Ordnung? Alles gut, bin heil geblieben. Wusste ich's doch, einen alten Neapolitaner haut so schnell nichts um. Leider. Wiederschauen. Haben Sie dich schon befragt? Klar. Haben Sie dich gut behandelt? Wunderbar. Stimme läuft? Die Stimme läuft. Ich freue mich. Im Gemeindesaal. Also, ich habe Fingerabdrücke von zwei Leuten, die vom überall fremden Kollegen schon abgezogen. Mhm. Sind da welche hier aus der Kartei? Ich habe es der Sonja schon geschickt, soweit keine Übereinstimmungen. Aber das müsst ihr echt selber klären, weil ich mache ja auch meinen Job, gell? Was war es denn für eine Waffe? Ein Gewehr. Kaliber ist eindeutig. Siehst du, so ein Jäger. Vielleicht aus Kurpfalz? Na, Schmarrn, aber wie soll denn der mit einem Riesengewehr in der Hand abhauen? Spätestens an der Garderobe fällt er dir auf. Was weiß ich, Notausgang, Hinterausgang, schauen wir halt. Die Ermittler gehen. Von mir aus könnte man den Tatort übrigens wieder freigeben und ich wäre dann auch mal weg. Holtmeier kommt zu ihr. Da hinten habe ich sowieso schon alles abgesucht. Ach so, ich gehe dann trotzdem mal lieber mit. Ja, würde ich auch empfehlen. Da kann er nur über die Treppen da abkanzeln. Das ist eigentlich der einzige Weg. Sie stehen zwischen Gerümpel. Sie sind die Frau... Tanja Holtmeier. Waren Sie gestern auch da? Zweite Reihe. Direkt hinter Ihnen. Hat da eigentlich wer sauber gemacht seit gestern? Ach, hier hat seit Jahren keiner mehr sauber gemacht. Gut, dann müssen wir jetzt mal Spuren sichern. Was müssen da sichern? Ja, vielleicht hat der einen Fussel verloren und einen Blutstropfen, wenn er sich verletzt hat. Beim Schießen, einen Finger gebrochen. Also Ihre Kollegin von der Spurensicherung, die hat ja schon alles abgesucht. Ah, ja, danke. Gut, dann kümmern Sie sich sparen. In der Ankleide deutet Staller auf einen Kalender an der Wand. Der Eintrag Enzian-Zauber ist durchgestrichen. Passiert sowas öfter? Dass ein Konzert ausfällt. Klar, leider. Ja, also wenn eine Band Enzian-Zauber heißt, dann ist das vielleicht nicht unbedingt der Nachteil. Das ist nicht Ihre Musik, oder? Na ja, Musik, also im Radio höre ich eher Wortbeiträge. Aha, Hörspiel. Nachrichten. Wieso spüren es dir nicht die Enzian-Zaubers? Der Sänger hatte eine Stimmbandentzündung. Das ist eine langwierige Sache. Wir haben so als Kind die Mandeln rausgeschnitten. Völlig umsonst, die waren total okay. Oh Gott, Sie Armer. Entschuldigung. Wie lange machen Sie den Job schon? Seit gut 15 Jahren. Da müssen Sie ja mit 12 angefangen haben. Toll, ja, wenn man so ein eingespieltes Team ist, gell, gerade mit seinem Vorgesetzten. Nein, nein, mein Chef, der Herr Lukowski, ist neu auf seinem Posten. Seit 5, 6 Wochen. Und der Alte ist einfach so in Pension. Schauen Sie, ich will eigentlich nur meinen Job machen und das so gut wie möglich. Für Personalpolitik, da interessiere ich mich nicht. Ja, dabei wird es jetzt gerade interessant, Frau Holtmeier. Ja, Sie kriegen es ja eh raus. Sie setzt sich. Irgendwie war da was mit Schmiergeld im Gespräch. Und dann ist mein damaliger Chef, der Herr Stübinger, zurückgetreten. Mehr weiß ich nicht. Natürlich kann ich Ihnen nicht zwingen, hier zu bleiben, aber Ihr Schützling ist der Einzige, der den Täter bei einer Gegenüberstellung identifizieren könnte. Herr Giewitz. Im Konferenzraum. Wir beide müssen echt aufpassen, dass wir nicht langsam in den Bereich Ausfallhonorar reinrutschen. Das heißt? Mit einem Flugzeug verdient man nur Geld, wenn es in der Luft ist. Sie verstehen? Hä? Manolito hat in nächster Zeit diverse Auftritte. Wer kommt mir dafür auf, wenn wir die Konzerte absagen müssen? Naja, auf alle Fälle werden wir dafür sorgen, dass er sich hier wie zu Hause fühlt. Riedel mit Luftmatratze und Getränkekiste. Das Klappbett habe ich nicht gefunden, aber dafür, ja. Markus, wenn ich der Polizei damit helfen kann? Naja, aber bist du hier wirklich sicher? Klar, natürlich. Ist ja auch nicht für lange. Nicht? Die meisten Täter schnappen wir innerhalb von 4, 5 Tagen. Nicht? Stimmt's, Riegel? Der schüttelt eine Bettdecke aus. Na gut, aber wenn du was brauchst, call me. Kann ich Ihre Nummer vielleicht auch haben, nur für
klar. Er zückt eine Karte. MK Management, Music and much more. Köhler ist für alle da. Und wenn Sie ein Talent bei sich selbst oder in Ihrer Familie entdecken... Vielleicht bei der Tochter? Obwohl, nein. Just call me. Ich muss los. Ja. Manolito hält dem Chef ein Täfelchen hin. Roulade? Im Streifenwagen. Was hat die Anja gesagt? Was war das für ein Kaliber? 6,5, glaube ich. Riedel, servus. Du, pass auf, wir brauchen alle Gewehre im Landkreis. 6,5 Millimeter. Ja, und was, wenn der Schütze nicht von hier kommt? Ja, da hast du Pech gehabt, da musst du ein bisschen mehr arbeiten. Boah, wisst ihr eigentlich, wie viele grüne Geländewagen es hier im Landkreis gibt? Allein die Jäger sind... Und? Der freut sich brutal, der Riedel. Staller grinst. Das Auto hält neben Schneehaufen vor einem Einfamilienhaus. Mein Nachbar wollte neulich ein Wildschwein schießen. Hat aber leider bloß sein Auto durchlöchert. So wurscht, das zahlt eine Versicherung. Was? Ja, das Arbeitsunfall. Im Haus. Herr Lukowski, als Kulturreferent der Stadt Wolfratshausen, da stehen einem doch mit Sicherheit alle Türen offen, oder? Naja, zumindest die vom örtlichen Gemeindesaal. Ihrem Vorgänger, dem Herrn Stübiger, war das anscheinend wurscht, die ganzen Privilegien. Und das Renommee. Ja, so weit her ist es echt nicht mit dem Renommee. Aber, ja. Thema Bestechlichkeit. Sagt einer das was? Sie stehen in einem hohen Raum. Woher wissen Sie das? Wissen wir halt. Wir wissen alles, Sie können frei reden. Der Stübinger hat sich bezahlen lassen. Wofür? Dafür, dass er Bands auftreten lässt. Was? Da muss man zahlen, dass man arbeiten darf? Ich nehme doch auch kein Geld mit aufs Revier und gib's an Gierwitz. Bands werden bekannt, verkaufen mehr CDs, werden wieder gebucht. Und außerdem werden sie aus dem Kulturbudget der Stadt trotzdem zahlt. Mhm. Also Sie sind dem Stübinger draufgekommen, dass er sich hat schmieren lassen, oder? Mhm. Und dann? Die Wände sind voller Bücherregale. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, dass er seinen Posten räumen soll. Sonst was? Bring ich es an die Öffentlichkeit. Hui, da sind Sie direkt auf der Nummer 1 von den potenziellen Zielen von unserem Scharfschützen. Wann haben Sie den Herrn Stübinger das letzte Mal gesehen? Seit damals nicht mehr. Er dreht sich zu einem Fenster neben sich. Wie schaut's denn eigentlich mit Polizeischutz aus? Da kenne ich mich nicht aus. Sonst du? Machen wir mir gar nicht mehr. Nein, machen wir nicht mehr. Im Vorraum bei Sonja sieht Riedel auf ein Klemmbrett. Boah, das sind ja über 200 registrierte Gewehre. Allein da im Landkreis. Er nimmt eine Landkarte. Also wenn ich sowas vorhätte, würde ich ja nicht meine eigene Waffe nehmen. Ich würde mir doch irgendwo eine besorgen. Am besten da, wo es nicht auffällt. Ja, aber gibt's da irgendwelche gemeldeten Diebstähle diesbezüglich? Nö. An deiner Stelle würde ich mir jetzt erstmal alle alleinstehenden Höfe und Jagdhütten vornehmen und gucken, wo eine Waffe fehlt. Ja, und wie finde ich die? Riedel, je grün, desto einsam. Sie zeigt auf die Karte. Riedel macht einen Schmollmund. Im Büro des Chefs betrachten Sonja und Girwitz die zwei Phantombilder. Von Wirt, rufen Sie mal den Manager an und fragen ihn, womit man Herrn Manolito eine Freude machen kann. Ich meine, kulinarisch. Na, wahrscheinlich eine Familienpizza. Hm. Echte Feindseligkeit, hm? Würde mich wundern, wenn Sie überhaupt noch irgendwas anderes hören als diese Arie seit 2 Stunden. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt den Spock oder den Roberto Blanco an die Presse geben? Oder beide? Es ist dunkel. An einem Einfamilienhaus drückt Staller die Klingel. Darüber steht Familie Stübinger. Eine Blonde um die 60 öffnet. Grüß Gott, den Frank Stübinger suchen wir. Das können Sie lange suchen. Der Frank Stübinger hat sich vom Acker gemacht. Ah, das heißt, der wohnt jetzt nicht mehr da? Nein. Ja, da sollten Sie aber das Schüttel da mal auf den neuesten Stand bringen. Ja, das mache ich dann morgen als allererstes. Ja, ich weiß schon, es ist für Sie auch nicht leicht, allein in so einem Haus da heraus. Ja, vielleicht hat er bloß eine Auszeit genommen, der Frank, und zack, auf einmal ist er wieder da. Bei mir gibt's keine Auszeiten. Im Haus sitzen die Ermittler und die Blonde im Wohnzimmer. Wo ist denn Ihr Mann jetzt? Das letzte Mal hat er sich aus Kanada gemeldet. Ah, weiter geht's ja schon gar nicht mehr. Australien ist noch weiter. Kann es sein, dass er zwischendurch einmal kurz da gewesen ist, weil er sich an jemanden rächen wollte? Am Lukowski? Das ist ja doch gar nicht wert. Wie war denn das Verhältnis zu seiner Assistentin? Also jetzt nicht Verhältnis im Sinne von Verhältnis. Haben die sich gut verstanden? Dieses scheinheilige Miststück.
Die ist doch schuld an allem. Die hat den Frank doch am meisten gemobbt. Da kommt mir jetzt ein bisschen viel negative Energie rüber. Haben Sie schon mal mit einem quer geschossen? Ich? Nein. Ach. Denken Sie jetzt, ich war das da im Gemeindesaal? Nein. Wo waren Sie gestern Abend? Essen? Mit einer Bekannten? Sie nimmt einen Zettel. Da ist die Rechnung. Name und Adresse meiner Freundin hätte ich auch noch. Das müsste reichen als Alibi, oder? Beim Luigi waren's. Oh, Fischplatte für 40 Euro. Ja, der fängt ja alles ganz frisch. Der Luigi? Ja, jetzt haben der Saibling Garnelen. Garnelen aus dem Starnberger See. Jetzt bitte sonst noch was? Die Telefonnummer bräuchte man von Ihrem Herrn Gemahl und ein Foto. Es ist Tag. Hubert und Staller kommen in den Vorraum zu Sonja. Hansi, das heißt La Donna e Mobile. Ja, ich weiß schon. La Donna heißt die Frau und Mobile? Wankelmütig, verzickt, einfach blöd. Hat der auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Frauen? Nein, besser ist überhaupt keine Erfahrung mit Frauen. Wie lange sinken die da schon? Seit Stunden. Die sind schon ganz dicker, er und der Girwitz. Ah ja, logisch. Treffen sich zwei Traumatisierte. So fangen ganz schlechte Witze an, Hans. Er geht. Staller tänzelt. Ja, auf jetzt. Im Dienstzimmer. Der Stübinger ist endlich einmal ein gescheiter Verdächtiger mit einem super Motiv. Jetzt müssen wir bloß einmal schauen, wo der sich tatsächlich rumtreibt. Ach, das wissen wir doch in Kanada. Da brauchst du nicht anrufen, das ist jetzt mitten in der Nacht. Ja, in Kanada? Ja. Aber der versteckt sich mit Sicherheit da irgendwo bei uns in Geretsried, da gibt's keine Zeitverschiebung. Mhm. Hallo. Herr Stübinger, grüß Gott. Wo störe ich Sie denn gerade? Wer ist denn da? Haben Sie eine Ahnung, wie spät es ist? 13.10 Uhr? 4.10 Uhr. Was hab ich da gesagt? Was wollen Sie von mir? Sie sind gut. Polizeibeamter, Sie haben vorgestern im Gemeindesaal umeinander geschossen, weil Sie sich am Herrn Lukowski rächen wollten. Ich bin nicht in Wolfratshausen. Ich bin in Kanada. Seit Wochen. Ja, ja, das sagt sie natürlich leicht. Was soll ich denn machen zum Beweis? Einen Bären schießen? Nein, die schmecken nicht. Sag mal, soll einen Elch nehmen. Schicken Sie uns doch mal ein ganz aktuelles Foto zum Beweis, dass Sie tatsächlich in Kanada sind. Meine Nummer haben Sie ja. Hansi. Entschuldige, ein Riesenbluff. Müde spielen kann ich auch. Er sieht auf sein Handy, darauf ein Foto. Stübinger vor der kanadischen Flagge. Ich hab's dir doch gesagt. Das ganze Graffe, das kriegst du auch bei uns. Ja, weil es bei uns so viele Flaggengeschäfte gibt. Hupsi, das ist ein Hobby-Kanadier. Der hat mit Sicherheit auch ein Bärenfell daheim. Mhm, aus dem Bärenfell-Shop in Seeshaupt wahrscheinlich. Ihr Plus. Kfz-versichert. Nach Ihrem Geschmack. Weil für Sie Ihr Auto nicht nur ein Auto ist. Wechseln Sie jetzt noch bis zum 30. November Ihre Kfz-Versicherung. R&V. Die Versicherung mit dem Plus. Muskel- und Gelenkbeschwerden sind oft langwierig und schmerzhaft. Wobenzym Plus hilft mit der Vierfach-Enzymwirkung. Sie verbessert den Blutfluss, beschleunigt die Abschwellung und schaltet den Entzündungsherd aus. So werden auch die Schmerzen gestillt, damit Sie wieder mitten im Leben stehen können. Wobenzym Plus für ein Leben in Bewegung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Mein erster, meine Zeit ist Gold und ihr Wert ist unersetzbar. Ich hab viel gesehen, hab noch so viel vor. Mit dem Kind in meinem Ohr fühl ich mich wie neu geboren. Und ich bin und ich bleib für immer Kind, für immer Kind. Wann immer, wo immer Sie Lindor genießen, es ist ein magischer Moment. Unendlich zart schmelzend. Lindor von den Maitre Chocolatier von Lindt. Es ist Ihr Moment mit Lindor. Wie bekommt Tom sein Lieblingsrot an die Wand? Seine erste Idee? Leider nicht die beste. Auch sein zweiter Versuch scheitert. Und zwar grandios.
Und gerade als Tom denkt, ich hab's, wieder nichts. Was Tom braucht, ist unsere beste Hilfe. Hagebaumarkt. Hier hilft man sich. Tiefpreistage bei Hagebaumarkt. Renovo Kristallweiß 12,5 Liter. Jetzt neu, konservierungsmittelfrei. Für nur 29,95. Gibt's auch online auf hagebau.de. Daumen hoch zu so viel Energie. Mit Vitasprint, dem Nummer 1 Energietonikum aus der Apotheke. Auf Knopfdruck mischen sich Eiweißbausteine mit hochdosiertem Vitamin B12. Für neue geistige und körperliche Leistungsfähigkeit. Vitasprint, neue Energie für Körper und Geist. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und was kann der? Der ist für den Bärenhunger. Und was kann der? Der Bauer Premium ist eine besonders feine Komposition. Die Bauers, die können's einfach. Wenn Oma Knieschmerzen hat, wird's bestimmt langweilig. Hä? Was ist denn mit Oma los? Von wegen Schmerzen. Ihr Geheimnis? Voltaren-Schmerz-Gilfarte mit der Farte-Formel. Der doppelt konzentrierte Wirkstoff bekämpft gezielt die Entzündung und lindert Schmerzen bis zu 12 Stunden. Voltaren-Schmerz-Gilfarte mit der Farte-Formel. Ich mag meine neue Oma. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die Nummer 1 für schöne und gesunde Wimpern. Der Wimpernbooster wirkt direkt an der Wurzel und stärkt das natürliche Wachstum der Wimpern, ganz ohne hormonelle Inhaltsstoffe. Längere, kräftigere Wimpern in nur 30 Tagen. Für einen natürlich schönen Augenaufschlag. Der Wimpernbooster von Medipharma Cosmetics in Ihrer Apotheke. In seinem Büro sitzt Girwitz mit Manolito bei Wein und Pizza. Kommt sie, ist genug für alle da. Und alles persönlich vorgekostet vom Herrn Polizeirat. Ja, sicher. Meine Lieblingspizza. Und wer hat's erraten? Neapolitaner. Und was ist mit dem Nachtisch ab? Was gibt's Neues? Wir haben einen Verdächtigen. Ja, leider wissen wir nicht, wo er ist. Ah, Sie konnten ihn noch nicht festnehmen. Ja, das machen wir dann, wenn wir genau wissen, wo er ist. Also, kommt Ihnen da irgendwer bekannt vor? Er gibt dem Sänger ein Foto vom Ehepaar Stübinger. Es geht um den Mann. Und, das war er, oder? Könnte schon sein. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Also, in der Hitliste der besten Augenzeugen sind sie noch auf Platz 2 hinter einer blinden Frau. Gut, wir sind dann weg. Sie machen die Nachtschicht. Kulinarisch seid ihr schon auf einer Wellenlänge, ja? Manolito führt die Weinflasche zu Girwitz' Glas. Nein. Riedl! Im Dienstzimmer. Staller eilt herein. Schickt mir der blöde Stübinger permanent Fotos. Die ganze Nacht, alle halbe Stunde, mitten in die Zeitverschiebung rein. Mach halt einfach dein Handy aus. Da, mit der kanadischen Zeitung, mit zwei Eingeborenen mit einem kanadischen Kennzeichen, mit einem frischen Lachs im Schnee. Also, ich darf mir sicherheitshalber noch ein Foto schicken lassen, wo er mit der Tonne die Niagarafälle runterfährt. Du, Hansi, wegen der Nummer von gestern Abend. Also, das Handy war definitiv nicht in Deutschland eingewählt, sondern in Kanada. Richtig. Also, das ist für einen Hansi noch lang kein Beweis. Ja, dann weiß ich auch nicht. Hans, was machen wir? Der Schütze hat doch keine Ahnung, dass der Manolito gar nicht weiß, wie er ausschaut. Ach so? Du, dann machen wir einfach publik, dass der Manolito weiß, wie der Schütze aussieht. Der Sänger als Lockvogel? Genau. Dann kommt der Täter aus seinem Versteck und schießt ihn an. Ich hab mir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ein Täter und der Dicke singt nicht mehr. Dann fangen wir ihn vielleicht doch vorher ab. Also den Täter. Ja, das war so ein Gedanke. In Girwitz' Büro. Wenn Zivilisten bewusst in Gefahr bringen, ich weiß nicht. Ja. Ein gewisses Restrisiko haben wir immer in unserem Beruf. Wir passen ja auf. Ja, da bin ich sehr beruhigt, nicht? Manolito wird begeistert sein, wenn er hört, dass Sie aufpassen. Sie haben doch quasi eine Seelenverwandtschaft zu ihm. Herr Girwitz, ganz ehrlich, das können nur Sie. Das kann nur er. Ich weiß nicht, ob mein Einfluss da schon reicht. Wir reden hier immerhin von einem Star, der gewohnt ist, auf den größten Bühnen aufzutreten. Herr Girwitz, sehen Sie es als Herausforderung? Ich könnte es nicht. Im Konferenzraum.
neben Girwitz Manolito ins Handy? Also Markus, ich würd's ja machen. Aber wenn du dagegen bist... Gib sie mir her. Morgenköhler, Girwitz hier, ja, ja. Was? Kost und Regie wäre kein Problem. Sicherer Ort, na klar, selbstverständlich. Unkomfortabel, können sich drauf verlassen, ja. Der Sänger tunkt ein Hörnchen in Kaffee. Was? Oh, wie hoch wäre denn so ein Ausfallhonorar? Das ist ja gar nicht mal so wenig. Hm? Aber wir werden uns da schon einig. Ja, nee. Ja, danke für die Kooperation. Ja, wiederhören. Der Chef sitzt in seinem Büro. Die Ermittler treten ein. Ja, meine Herren, manchmal ist es schier unmöglich, jemanden zu überreden. Manchmal auch nicht von Erfolg gekrönt. Jetzt waren wir schon wieder in meinem Plan. Ja, setzen Sie sich doch. Er hat die Hände verschränkt und knetet seine Finger. Ich will Sie nicht lange auf die Folter spannen. Aber wenn man einen richtigen Stellschrauben dreht, und ich will mich da gar nicht in den Mittelpunkt stellen, nicht? So. Ja, macht's. Ja, aber es gibt da noch ein paar Probleme finanzieller Art, nicht? Aber keine Bedenken. Es war nicht so einfach. Im Gang. Sonja schlägt auf den Kaffeeautomaten. Riedel kommt. Also ich geh jetzt da nochmal los. Läuft doch richtig gut bei dir. 20 hast du schon. 18. Na, fast 20. Hubert und Staller versperren Riedel den Weg. Halt, stopp. Was ist das? Die Gewehrliste. Ja, zeigen. Er nimmt sie und sieht darauf. So. Frank Stübinger. Warst du da schon? Na, warum? Hansi, sagt das ja. Weil der wichtig ist. Der Name schwirrt doch schon tagelang bei uns da im Revier umeinander. Hey, sagt's mir ja nichts. Da brauchen wir nichts sagen. Das musst du intuitiv erfassen. Das ist ja klassische Hohlschuld. Ja, also, du fährst jetzt hin, überprüfst die Hütte und dann kannst du es sauber abhackeln. Ja, okay. Riedel erträgt Handschuhe, Schal und Fahrradhelm, geht. Er konzentriert sich wirklich überhaupt nicht. Wenn's so weitergeht, müssen wir die Eltern einbestellen. Im Dienstzimmer blättert Staller in einem Büchlein. So, dann aktivieren wir doch einmal die Presse für unseren großen Star. Dazu von wegen großer Star. Jetzt habe ich mal Manolito in den Computer eingegeben. Weißt du, was da kommt? Meinten Sie Manitou? Herr Benkert, Wolfratshauser Kurier? Jawohl, Sie haben doch den Artikel geschrieben über die Schießerei da bei uns im Gemeindesaal. Ja, und der italienische Künstler, also der Manitou. Manolito. Der wäre jetzt wieder raus aus dem Krankenhaus und hat gesagt, er wird uns eventuell helfen bei unseren Ermittlungen, weil er den Täter... Ja, nein, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ja, das erfahren Sie dann heute Abend bei uns auf der Pressekonferenz. 18 Uhr. Jawohl, wir freuen uns. Wiederhören. Er hat's gefressen. Cool. An einem Waldrand schiebt Riedel mit der Landkarte in der Hand das Dienstrad über verschneiten Boden zu einer Blockhütte. Am verzierten Giebel prangen eine Schießscheibe und Geweihe. In der Nähe entdeckt der Polizist einen roten Geländewagen mit zersplittertem Frontscheinwerfer. Er hockt sich davor. Ein Mann tritt hinter ihn und holt mit einem Knüppel aus. Riedel stürzt. Im Revier. Was hast du hier versaut? Meinst du, ich bin zu dämlich, eine Pressekonferenz zu leiten? Nein, im Gegenteil, Sie sind zu schlau. Wir haben uns so viele Gedanken drüber gemacht, das müssten wir jetzt gemeinsam durchziehen. Ja, aber wie sieht das denn aus, wenn ich das nicht leite? Ja, Sie können ja ruhig dabei sein. Wir haben eine ganz bestimmte Taktik. Der Plan funktioniert doch bloß, wenn der Schütze glaubt, dass der Zeuge von uns ganz miserabel bewacht wird. Sie wollen sich tatsächlich blöder stellen, als Sie sind? Genau. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Doch. Das schaffen wir. Im Vorraum. Hat sich der Riedel bei euch gemeldet? Ich kann ihn nicht erreichen. Mei, vielleicht schlaft er noch. Der hat ja die ganzen Nächte durchgemacht mit dem Dicken. Apropos Dicker, der hat sein nächstes Konzert in 8 Tagen im glamourösen Sauerlach. Das zum Thema Ausfallhonorar. Nächste Woche ist das Konzert, oder? Mhm. Und bis dahin haben wir locker den Schützen. Ein Mann mit Umhängetasche kommt zum Anmeldefenster. Benkert, guten Tag. Ich bin hier wegen der Pressekonferenz. Ha, grüße Gott. Ja, gell, das ist schon ein Leckerbissen für jeden von der schreibenden Zunft. Na, ich bitte Sie. Eine Schießerei bei einem Konzert. Da hätte ich wohl den falschen Beruf, wenn mich das nicht interessieren würde. Froh und dankbar können wir sein, dass wir in Wolfertshausen solche Konifern haben. Herr Benkert, hätten Sie vielleicht gerne einen schönen Kaffee? Einen Cappuccino, wenn Sie hätten. Ein Cappuccino? Ja, Cappuccino. Im Konferenzraum sitzt Benkert vor Köhler, Manolito, Girwitz, Hubert und Staller. Und da sind Sie ganz sicher?
dass ich den wiedererkennen würde. Hundertprozentig. Ich meine, der hat mir direkt in die Augen geschaut. So etwas vergisst man nicht so schnell. Ja, man muss es knallhart sagen. Damit ist der Herr Manolito unser einziger Augenzeuge. Wir erwarten kürze einen Phantombildexperten vom BKA. Insofern sind wir zuversichtlich, dass wir umgehend ein zielführendes Bild des Täters veröffentlichen können. Noch Fragen? Der Journalist zeigt auf. Ja, Herr Benkert. Bringen Sie den Künstler durch Ihr Vorgehen nicht in Gefahr. Polizeirat Gürwitz hat mir versichert, dass man Manolito an einem sicheren Ort bei 1A Kost und Logis bewacht, solange der Täter noch auf freiem Fuß ist. Wo konkret? Dazu möchten wir uns aus verständlichen Gründen lieber nicht äußern. Auf alle Fälle sicher und standesgemäß. Mit Seeblick. Ja, das Hotel Stern wird gerade renoviert. Ich meine, da bleibt ja nur noch... Den genauen Ort können wir natürlich nicht nennen. Aber Polizeischutz ist vorgesehen. Ja, natürlich. Wobei wir natürlich gnadenlos unterbesetzt sind. Also vor allem in der Nacht, weil da hat keiner von den Kollegen Lust. Zeit. Entschuldigung, die Störung, aber wir haben Probleme mit Riedel. Ja. Bei der Hütte steht ein Auto mit der Aufschrift Vesuvio neben dem Streifenwagen. Riedel, alles okay? Habt ihr gesehen, dass da drin ein Gewehr fehlt? Ja, ja, bleib einfach ganz ruhig sitzen. Zum Bärtigen. Das ist das Fluchtfahrzeug. Logisch, kurz geschlossen. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass der grün ist? Es war ja schon dunkel. Außerdem habe ich dem Kollegen gesagt, dass ich wegen des Tons nicht so sicher bin. Der Ton ist gut. Sie haben gesagt, Sie wissen nicht, ob hell oder dunkelgrün, aber der ist ja rot. Sind Sie farbenblind? Wieso? Er runzelt die Stirn. Wenn Sie als Kind Erdbeeren gepflückt haben, waren da recht viele Unreife im Körper drin. Erdbeeren? Hubert nimmt einen grünen Kanister. Was hat denn der für eine Farbe? Der Bärtige betrachtet den Behälter und legt den Kopf schief. Grau? Machen Sie sich keine Sorgen. Hunde können auch keine Farben unterscheiden. Freilich, das sieht doch ganz genau, ob sein Balli rot ist. Hansi, ein Stier, der kann kein Rot erkennen. Der geht nur auf die Bewegung vom Tuch. So ein Schmarrn, ich bin doch mit dem roten Pullover über die Weide. Was meinst du, wie die Abganger sind? Ja, weil du dich so eigenartig bewegst. Wieso haben Sie das nicht gleich gesagt mit dem Farbenblind? Ich dachte, da kriege ich Probleme mit dem Führerschein. Ja, den werden sie wahrscheinlich zurückgeben müssen. Ach, so ein Schmarrn, man weiß doch bei der Ampel, wo Rot, Gelb und Grün ist. Gut, bei dem Thema müssen wir uns erst einlesen. Im Dienstzimmer. Stübinger hat auf jeden Fall Dreck am Stecken, weil der sich hat bestechen lassen. Naja, aber der Manager, der kommt mir auch komisch vor. Aber wenn der Lukowski, also der Nachfolger vom Stübinger, wenn der gar kein Geld mehr nimmt. Ja, dann hat jede Band ein Motiv, die da nicht mehr auftreten darf. Und wenn der Manolito beim Lukowski auftreten darf, dann hat doch der Manager gar keinen Grund, dass er auf den schießt. Ja, stimmt. Und uns gehen die Verdächtigen aus uns. Ein Zeitungsartikel. Tenor Manolito knapp einem Anschlag entkommen. Versteckt er sich hier vor dem Attentäter? Aber das ist doch unser einziger Zeuge. Das ist Absicht, Riedel. Ja, und voll gefährlich. Gut, Riedel, anderes Thema. Warum, glauben Sie, hat der Täter den Geländewagen einfach so zurückgelassen? Ne? Ja, also, der Täter, der hat mich ja gesehen. Der muss ja davon ausgehen, dass ich mir die Kennzeichen von dem Fahrzeug notiert habe. Und dann hätten wir es ja auch zur Fahndung ausschreiben können. Was Sie als inzwischen versierter Polizeibeamter sicherlich auch getan haben, nicht? Zur Fahndung ausschreiben? Nein, das Kennzeichen notiert, ne? Ach so, ja, ja, klar, ich hab nur gerade den Zettel nicht bei mir. Nicht schlimm, nicht schlimm. Er steht ja inzwischen sowieso in der Gerichtsmedizin. Ja, genau. Und da habe ich auch schon mit der Frau Dr. Licht ausgemacht, dass ich den gleich abholen kann, wenn sie mit allem fertig ist. Ja, gut, gut. Ja, der Wagen gehört ja auch dem Herrn Stüminger, der ja eh gerade in Kanada ist. Ja, und? Ja, der braucht den ja jetzt nicht. Riedel, keine Spritztouren. Jawohl. Und ab. In der Pathologie hält Anja einen Autoschlüssel. Also, in der Waldhütte am aufgebrochenen Waffenschrank waren die gleichen Fingerabdrücke wie am und im Auto. Und wie im Gemeindesaal, also am Tatort. Mhm. Riedel, hörst du zu? Das ist wichtig. Was habe ich gerade gesagt? Überall die gleichen Fingerabdrücke, aber die vom Stübinger sind nicht relevant, weil er ja in Kanada ist. Außerdem ist es ja logisch, dass seine Fingerabdrücke auf seinen Sachen sind. Aber du hast auch bestimmt andere entdeckt, hast aber noch nichts gesagt, weil sie nicht in der Kartei sind. Respekt, Riedel, fast ein bisschen übermotiviert. Erkältet aufgewacht. Kein Grund, schlapp zu machen. Denn mit dem neuen Erkältungssaft von Boxer Grippal geht es Ihnen schnell besser. Boxer Grippal behandelt die Symptome der Erkältung
und bekämpft gleichzeitig die Entzündung. Boxagripal. Treffsicher gegen Erkältung, auch als Tabletten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Vor dem Hotel am See. Drinnen Manolito vor einem Doppelbett. Draußen parkt der Streifenwagen. Jetzt bin ich echt immer gespannt, wer da auftaucht. Du, vielleicht dein neuer digitaler Brieffreund aus Kanada? Der spinnt doch, der alle 5 Minuten eine SMS, E-Mail. Jetzt wird's für mich auch langsam Zeit, dass ich mir digital entgifte. Digital entgifte? Also ich kann mich nicht erinnern, dass du jemals eine SMS gekriegt hast, geschweige denn, dass dich irgendwer angerufen hat. Probier es, wenn ich lautlos hab. Im Hotelzimmer. Ja! Breitbeinig steht Manolito vor bodentiefen Fenstern. Er springt zur Seite und schließt die Vorhänge. Handy soll man nicht am Körper tragen, da wird man unfruchtbar. Was meinst du, warum ich das da oben drin hab? Der Mick Jagger ist jetzt mit 75 nochmal Vater geworden. Ja, hab ich auch gelesen. Weißt du warum? Ja. Weil er kein Handy hat. Ist mir wurscht. Ich fühle mich jetzt da heute nicht mehr in den Arsch ab. Staller steigt aus. Im Hotel kommen die Ermittler durch einen Flur. Staller klopft an die Tür mit der Nummer 24. Was machst du denn da? SOS, kennst du es nicht? Ich kenn es, aber du hast SMS geklopft. Das O ist dreimal lang, du hast aber zweimal lang geklopft. Ja, du musst ja gescheit mitsehen. Was soll überhaupt da die Morserei? Ja, das ist das Geheimzeichen. Hast du das mit dem ausgemacht? Staller blickt irritiert. Manolito, machen Sie mal auf, bitte. Ist was? Ja, der Kollege friert. Im Vorraum Sonja vorm PC. Ha, hab ich dich. Riedel, kommst du mal? Am Monitor ein Luftbild, daneben. Was ist los? Ziffern. Ah, ist das die Hütte, wo du niedergeschlagen wurdest, genau. Sie zeigt auf eine Zahlenfolge. Und meine Handynummer. Und ich weiß genau, von wem die andere Nummer ist. Ja, okay, gut, dann packen wir's, komm. Sie rennen los. Herr Gürwitz, wir sind doch mal weg. Ja, ich halte dann mal die Stellung. Der Schütze wird ja wohl kaum hierher kommen. Im hellen Hotelzimmer lehnt Staller an der Heizung. Hubert flätzt in einem Sessel. Manolito sitzt rittlings auf einem Stuhl. Staller flätzt im Sessel. Der Sänger kommt mit einer Zeitschrift aus dem Bad und gibt sie Hubert, der auf dem Bett sitzt. Die Badtür öffnet sich. Hubert verlässt das Bad und reicht Staller die Zeitschrift. Der wirft sie aufs Bett und betritt das Bad. Die drei liegen auf dem Bett und spielen Karten. Hubert sitzt auf der Bettkante und reißt eine Tüte Erdnussflips auf. Die Flips fliegen durchs Zimmer. Manolito zielt mit der Waffe von Hubert. Der korrigiert die Armhaltung des Sängers. Staller steht neben dem Bett. Manolito steckt ihm einen Korken zwischen die Zähne. Die drei werfen Münzen in Richtung eines Glases auf einer Kommode. Im Flur. Sonja steht vor der Hotelzimmertür mit der Nummer 17 und klopft. Ah, Frau, Wirt. Oh, kleinen Moment bitte. Business Call. Er geht zurück ins Zimmer. Sonja ins Handy. MK Management, Köhler selbst am Apparat. Ja, Wirt hier, auch selbst am Apparat. Herr Köhler, kommen Sie doch bitte wieder zur Tür. Was soll das? Sie haben gar nicht meine Nummer eingespeichert. Ich Ihre schon. Schön. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Sie kennen doch bestimmt die Funkzellenanalyse. Das ist eine super Sache, wenn sich zwei Handys in einer einsamen Gegend in einen bestimmten Bereich einwählen. Ein kostenloser Vortrag in Polizeiarbeit. Ich bin begeistert. Geht noch weiter. Sie haben sich nach dem Schuss versteckt in der Waldhütte von Stübinger. Und dann haben Sie eben mal meinen Kollegen niedergeschlagen. Ach so, und das alles machen Sie natürlich kackendreist ohne Handschuhe. Die ganzen Spuren, die Sie hinterlassen, müssen wir alle einlagern. Sollen wir dafür jetzt extra anbauen? Puh, kommen Sie doch erstmal wieder rein. Köhler springt an Sonja vorbei in den Flur. Riedel stellt ihm ein Bein und dreht ihm den Arm auf den Rücken. Ausgleich, 1-1. Versuchter Mord, 2-1, fände ich angemessener. Echt jetzt, darf ich? Wollte mich eh gerade umdrehen. Riedel ohrfeigt Köhler. Der stürzt erneut. In Zimmer 24 liegt Manolito zwischen den Ermittlern auf dem Bett. Sag mal, Hupsi, ich würde doch nie am helllichten Tag mit einem Quer da ins Hotel reinlaufen. Ja, du nicht, Hansi. Du bist ja auch schlau. Ja, ich denke halt mal nach. Das ist ja das Schlimme. Die drei sehen sich an. Mit gezückter Waffe winkt Staller Richtung Zimmertür.
Alle stehen auf. Hubert blickt zu Manolito. Dessen Augen sind aufgerissen. Auf. Behutsam legt der Sänger seine Hand auf die Klinke und öffnet. Sonja steht neben Riedel, der Köhler festhält. Markus, was ist los? Alter, ich brauche deine Hilfe. Wieso? Was gibt's? Mensch, Manolito, die wollen mir einen Mordversuch anhängen. Mordversuch? Wieso das denn? Jetzt tu doch nicht so. Wir haben das alles gemeinsam geplant. Erst der Schuss, dann die Vase, die hinter dir zerbricht und dann die fette Schlagzeile. Manolito, der Sänger, der das Attentat überlebt. Was? Wer ahnt denn, dass der Idiot aufspringt? Also, ich weiß gar nicht, was der Herr Köhler meint. Sie können auf jeden Fall besser singen als lügen. Das war für ein Kompliment. Das ist mir wurscht. Mir ist ja wurscht, wer von den zwei Deppen den ganzen Schmarrn geplant hat. Vortäuschung einer Straftat in Tateinheit mit Körperverletzung, das erklärt Ihnen der Richter. Hauptsache, der Dicke singt nicht mehr.